Ja, ich freue mich wieder wahnsinnig hier zu sein, nach 2 Jahren Pandemie wieder in Arosa. Wobei ich sagen muss, für mich waren diese vielen Lockdowns eigentlich eine recht angenehme Zeit. Social Distancing war sogar ursprünglich der Grund, weshalb ich Physik studiert habe. Ja. Und privat bin ich sowieso nicht der besonders gesellige Typ, muss ich sagen. Am schlimmsten sind für mich Anrufe mit unterdrückter Nummer. Ich heb dann immer ab und sag sowas wie: Alles erledigt, aber es ist überall Blut. Ja, bei uns in Deutschland ist jetzt Corona nahtlos übergegangen in die Energiekrise. In Deutschland überschlagen sich alle mit Energiespartipps. Wussten Sie zum Beispiel, dass ein Deckenventilator viel weniger Strom verbraucht, wenn man vor dem Betrieb die Flügel abschraubt? Ja. Das sind oft diese kleinen Dinge, die sehr viel bewirken. Ja. Ich habe sogar neulich von einem Hersteller für batteriebetriebene Vibratoren gelesen, die man mit einer ausklappbaren Handkurbel ganz nachhaltig wieder aufladen kann. 30 Minuten kurbeln für 5 Minuten Spaß. Die Stiftung Warentest hat, glaube ich, sogar das Prädikat befriedigend vergeben. Ja, Umwelt- und Klimaschutz ist ja bei uns in Deutschland seit Jahren ein Riesenthema. Ja, Vorsicht, der Torben greift in die Steckdose. Ach, macht nichts, ist Ökostrom. Ja. Als vor einigen Jahren die Deutsche Bahn angefangen hat, grün zu werden, haben die diesen Tarif Umwelt Plus angeboten. Damit konnten sie von Frankfurt nach Basel ganz bewusst mit Ökostrom fahren. Ohne diesen Tarif mit normalem Strom. Und das fand ich damals total beeindruckend. Die Deutsche Bahn hat es geschafft, die Stromversorgung in einem ICE so zu individualisieren, dass jeder Reisende abhängig von seinem Tarif seinen eigenen Strom bekommen hat. Das ist deutsche Ingenieurskunst, Freunde. Ja, und jetzt haben wir durch Putin kein Gas mehr. Die Energiewende in Deutschland ist massiv ins Stocken geraten. Aber unsere Ingenieure sind schon dran an den Lösungen. Zum Beispiel könnte man die Stromausbeute von einem Windpark massiv erhöhen, wenn man die Windräder durch Kernkraftwerke ersetzen würde. Ja, aber das wollen wir in Deutschland auch nicht mehr, weil wir immer mit dem Schlimmsten rechnen. Optimismus gehört nicht zu den typisch deutschen Kernkompetenzen. Die berühmtesten deutschen Erfindungen sind ja die Spaßbremse und die Reiserücktrittsversicherung. Der Deutsche bucht einen Abenteuerurlaub zu den Kannibalen aus Südamerika, aber auf gar keinen Fall ohne Reiserücktrittsversicherung. Sonst wäre das Ganze ja viel zu riskant. Wobei ich auch gehört habe, in der Schweiz ist der Atomausstieg sehr populär, der Übergang in regenerative Energien, denn die Sonne schickt uns keine Rechnung. Tut sie auch nicht, aber dafür der Solarstromanbieter. Ja, natürlich scheint die Sonne kostenlos, aber die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie ist extrem kostenintensiv und aufwendig. Wenn Sie ein mittleres Kernkraftwerk durch Sonnenkollektoren ersetzen wollen, dann brauchen Sie dafür etwa die Fläche von ganz Basel. Gut, der Züricher sagt, das ist es mir wert. Ja. Aber beim Thema Ökologie sind wir ja alle so ein bisschen widersprüchlich, oder? Selbst die Leute aus der Umweltbewegung. Ich bin neulich in Zürich am Stand von Greenpeace vorbeigegangen und habe die gefragt, warum demonstriert ihr eigentlich immer nur gegen Pelzmäntel, aber nie gegen Lederbekleidung? Meinen die? Ja, weil man ältere Damen risikoloser anpöbeln kann als die Hells Angels. Dankeschön. Vince Ebert, großartig.